Hallo, hier ist die Alexandra und der Lars von Rohe Energie. Hallo. Wir haben mal eine Frage an euch, ja, und zwar, was für Videos erwartet ihr von uns oder wollt ihr von uns sehen? Wollt ihr mehr Rezeptvideos, wollt ihr mehr Vlogs, wollt ihr mehr, was wir essen, wollt ihr mehr Labervideos, wollt ihr mehr Interviews sehen? Wenn ihr Interviews sehen wollt, wie sollen die gestaltet sein? Ich habe ja ein paar Interviews gemacht und die kamen ja teilweise sehr gut an, teilweise nicht so gut. Das ist jetzt meine Schuld, weil ich das jetzt noch nicht so oft bei unserem Kanal gemacht habe. Vielleicht da auch mal ein paar Anregungen geben, wie sollen denn Interviews denn laufen? Soll das eher eine Talkrunde sein oder sollen die Leute lieber alleine da sitzen und die Fragen beantworten? Das wäre mir ganz wichtig. Und was hast denn du immer bei Instagram, was die Leute so von dir wissen wollen? Die wollen immer nur wissen, wie ist das Rezept? Genau. Kann ich das Rezept haben? Könnt ihr ein Video dazu machen? Ja, das ist eben mal die Frage, wollt ihr noch mehr Rezeptvideos jetzt speziell zum Beispiel auch jetzt in der Vorweihnachtszeit vielleicht auch noch mal ein paar Plätzchenrezepte oder sowas? Wollt ihr auch sowas wie ein Foodhaul mal? Ich meine, wir haben das. Genau, das wäre so eine gute Frage, weil ich traue mich das nämlich immer nicht zu machen, weil ich das so blöd finde, den Leuten zu zeigen, was wir so zu essen kaufen. Ich meine, wir kaufen ja dauernd Essen. Ja. Manchmal auch ganz interessante Sachen, aber interessiert euch das wirklich? Vor allem, wir haben hier halt nicht so wahnsinnig viel Biomärkte. Wir gehen dann wirklich halt auch, wir müssen bei Aldi, Lidl und DM und sowas einkaufen gehen. Ja, ja. Ist halt die Frage, interessiert euch das wirklich, ob wir irgendwie jetzt einen Eisbergsalat, einen Romana-Salat oder einen Feldsalat einkaufen? Ist halt, ich finde es auch immer so, naja. Ja, aber schreibt das mal drunter, halt so ob mich das interessiert, weil ich habe momentan irgendwie so ein bisschen das Problem, ich habe so eine riesige Liste, aber die sind alle sehr, sehr aufwendig, die Videos, auch Rezeptvideos sind oft sehr aufwendig. Ich bin auch am Überlegen, wie wir das jetzt zukünftig auch mit der Kamera machen. Wir nehmen auch gerade hier mit einer anderen Kamera auf, mit einer billigeren, um halt mal zu gucken, ob das nicht einfacher ist, halt schnell mal Videos zu machen. Ja, da kann man halt schnell mal über die Schulter filmen. So. Ja, ja, genau. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt es gerne, also ihr schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne hättet, oder ihr könnt es natürlich auch bei Facebook oder Instagram, könnt ihr mir das schreiben, also Facebook der Lars, Instagram ich, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben und ja, damit wir einfach mal wissen, was ihr auch so sehen wollt von uns. Genau, von uns, weil wir sind ja auch anders als andere Leute und wir sind ja auch zu zweit, wir haben Kinder. Genau. Wir leben auf dem Land, haha. Ja, das wird so ein bisschen Input wäre da aber ganz schön, was euch denn so, was euch dann so interessiert, ja. Genau. Und ja, was könnte man noch, das ist noch ein bisschen kurz hier, können wir noch mal 2 Minuten. Was willst du denn jetzt da dranhängen? Ich habe keine Ahnung. Ist doch auch manchmal ganz gut, wenn es kurz ist. Ja, schon. Schade. Naja, gut. Dann macht's. Bis dann. Tschüss. Gut.